Die nur 5 mm lange Schnecke wirkt fast künstlich. Die Costasiella wird auch Blattscharfschnecke genannt. Sie erinnert tatsächlich etwas an eine Landschnecke. Statt eines Schneckenhauses scheint sie eine Art Wollmantel zu tragen. Die Costasiella ernährt sich nur von einer einzigen Algenart. Mit ihren Rhinophoren, die wie Fühler von ihrem Kopf abstehen, kann sie ihre Nahrung riechen. Die Schnecke saugt Chloroplasten aus Algen. Mit denen betreiben Pflanzen Photosynthese. Die Costasiella verdaut die Chloroplasten nicht sofort. Sie speichert sie und die Photosynthese läuft weiter. Damit gehört die Costasiella zu den sehr wenigen vielzelligen Tieren, die indirekt Photosynthese betreiben.